Tag, Leute! Fick, Leute! Ich heiße euch herzlich willkommen zur willkommenshaften Verheißung. Moin, moin. Wie ihr wisst, mein Name ist Seth, ich komme vom Planeten Zork und will langsam aber sicher eure Gehirnzellen vernichten. Oh, yeah. Und auch dieses Video wird wieder einmal ein kleiner Schritt sein, den durchschnittlichen IQ etwas abzusenken. Um mir zu beweisen, dass es bei euch bislang noch absolut nicht gewirkt hat, müsst ihr Folgendes tun. Und zwar sofort in diesem Augenblick beim kostenlosen Gewinnspiel meines Partners Instant Gaming teilnehmen, wo ihr einen Xbox-Kühlschrank, Game Passes oder Spiele gewinnen könnt. Es lohnt sich. Holt den Pokal nach Hause jetzt. Ansonsten gibt es natürlich viele, viele günstige Spiele für alle Plattformen, aber das wisst ihr ja. Ja. Was ihr auch wissen solltet, ist, dass wir natürlich heute dieses lang ersehnte FNAF-Fangame ausprobieren. Ein ganz herzliches Willkommen, als ihr euch zu JRs, also... keine Ahnung, Jennys Rachen oder, weiß nicht, Johnnys Rektum. Ich sehe mich drin. Oh yeah. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall draus, weil nach den Screenshots zu urteilen, sieht es definitiv extrem gut aus. Und es hat ein paar neue interessante Mechaniken, die wir uns reinziehen werden. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig freuen. Und dann viel Spaß. Saas. Bevor wir anfangen, mein Hosenstall ist zu, hab grad gecheckt. Lass uns direkt reinstarten oder uns nochmal die Basics erklären lassen. Ich würde sagen, so eine kleine Einweisung ist nie schlecht, sonst droht Rage-Quit-Gefahr. Nee, ich bin gespannt. Wir sollen herausfinden, wer verflucht ist. Oh, also besessene Animatronics sozusagen. Und zwar machen wir das mit Hilfe der Überwachungskameras. Wir sollen Ausschau halten nach flackernden Lichtern und Handabdrücken auf den Kameralinsen bzw. dann auf unserem Bildschirm. Und wenn wir einen Hinweis finden, sollen wir den betreffenden Charakter, also Animatronic, schätze ich, auf dem Laptop markieren. Okay? Lass uns das versuchen. Oh, wow, Alter. Ich darf nochmal üben. Ja, ich bin noch in der Ausbildung. Moment. Jedes Mal, wenn du eine Aufgabe erfüllst, dann wird der Geist, der JRs heimsucht, einen anderen Animatronic-Anzug finden. Okay, das heißt, der wechselt dann. Und ich muss den wahrscheinlich in einer bestimmten Zeit markieren. Ansonsten kriege ich einen Jumpscare, oder? Ich schätze einfach mal, dass das so ist jetzt in der Nacht zumindest. Keine Ahnung, ob es da noch mehr gibt, aber das scheint so das Main-Theme zu sein. Du sollst, ja, vorsichtig nach Hinweisen suchen. Alles klar, gut, mache ich. Pff, ja gut, das ist halt einfach. Wenn es so simpel ist, so wird es aber nicht im Game bleiben, oder? Auf jeden Fall ist Spawny haunted. Sieht aus wie ein Knetmännchen, das ist geile Grafik. Okay, eine letzte Sache noch, ja? Oh. Keeping the robot safe. Ich muss die irgendwie beschützen? Das ist Teil 2 der Aufgabe. Ich soll die Stabilität der Animatronics von Zeit zu Zeit checken. Und ich denke mal, wenn die kurz davor sind zu versagen oder, keine Ahnung, denen der Saft ausgeht, soll ich sie auf einen Fließband rufen, um sie zu reparieren. Okay, aber nur die, die nicht haunted sind. Okay, sonst backfire das hardcore. Alter. Musste auch schon Johnnys Rektum erfahren. Gut. Das sieht amazing aus, Alter. Das ist ein kostenloses Fangame. Ich sag, das mutet extrem hochwertig an. Schauen wir mal. Oh, ihr könnt es nicht lesen, aber jetzt. Boah, Alter! Genau meine Reaktion. Wo bin ich? Bin ich. Tot? Ja, aber du findest gleich eine Taschenlampe und Schlüssel und dann geht das Horrorgame los. Das fühlt sich so komisch an. Ich meine, mir geht's irgendwie gut, aber ich fühle mich, ich weiß nicht, leer. Da ist auf jeden Fall eine paranormale Präsenz hier. Ich spreche doch wahre Experte, kann ich nicht streiten. Aber dieses Gefühl ist neu für mich. Kann mich jemand hören? Crunch, crunch. Verdammt, sie haben meinen Knopf ausgefunden. Wer kommt denn da? Ich hab das gehört. Zeig dich. Oh, Digga, der kennt keine Furcht, ne? Ich suche nicht nach Ärger. Ich fühle mich bloß ein bisschen verloren. Bitte. Wow! Ich hab sowas wie dich noch nie gesehen. Was ist das denn? Budget Freddy, Alter? Okay. Sieht spannend aus, muss ich ja mal sagen. Interessant. Und nun? Es hat auf jeden Fall so ein paar Cutscenes und irgendwie eine Geschichte. Da bin ich sehr froh drüber. Oh. Was passiert? Oh, wow. Oh. 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 Das trifft ja aber nicht richtig den Bildschirm. Hä? Was ist mit der Skalierung los? Leute?
Okay, ganz weirdes Feeling hier gerade, aber ich schätze mal, ich gehe zu meinem neuen Freund und hoffe, dass der das wieder hinbiegt hier. Hallo, ich habe nicht erwartet, dass du hier auftauchst. Ich bin Paul Bär, Ger. Wo bin ich? Wer bist du? Oh, du bist in den Barrens. So eine Art Limbo zwischen Leben und Tod. Ich bin tot? Das hat er nicht gesagt. Wie ist das möglich? Was ist mit mir passiert? Hey, beruhig dich mal. Ich sagte Limbo zwischen Life und Death. Du bist also überhaupt nicht tot. Kein bisschen. Aber ich bin auf gutem Weg, würde ich sagen. Was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass du zurückgehen kannst in die reale Welt, wenn immer du möchtest. Okay, das klingt nach der Frage, wo ist der Haken? Pass auf. Okay, dann schick mich jetzt zurück. Ich gehöre nicht hin. Ja, nicht so schnell, also. Ich habe mir gedacht. Ich habe dich hierher gebracht, um mir mit ein paar unbeendeten Aufgaben zu helfen in der realen Welt. Okay, warum kannst du das nicht selber tun? Ja, ich bin nicht am Leben, so wie du. Ich bin hier gefangen für solange ich mich erinnern kann. Und ich wandere sie hier rum und irgendwer, hoffentlich, sollte mir helfen, ins Afterlife zu kommen. Also wenn ich ihm helfe, unerledigte Aufgaben in der realen Welt zu machen, dann kann er endlich in Frieden ruhen, sozusagen. Okay, verstehe. Und dann wird er mir helfen, sozusagen, mich zurück zu den Lebenden zu schicken. Ich biete dir was an. Du erledigst meinen Kram, ja? Und ich bin dir eine helfende Hand bei deiner Investigation. Ei, der schickt mich jetzt schon zurück. Aber ich muss ihm halt helfen. Ich soll da drüben zu dem Bett gehen und dann transportiert er mich zurück in die Realität zu den Lebenden und wir treffen uns morgen Nacht. Okay, ist gut. Ich bin an dem Bett. Oh, wow. Okay, er war noch nicht fertig. Es tut mir leid. Sorry wegen diesem weirden Bildschirm. Also, ich werde das wahrscheinlich großziehen und meine Kamera ist dann riesig, aber dann müsst ihr eben mit meinen Poren im Gesicht mal leben. Es tut mir leid. Es tut mir eigentlich nicht leid. Es ist mir eigentlich scheißegal. Okay, danke schön. Vielen lieben Dank. Perfekt. Gut. Wir sind wieder auf Full Size. Das sieht awesome aus, Alter. Zieht euch das mal rein. Nacht 1. Open. Aha. Das ist der Laptop. Junge, Alter. 1612 für seine Elektronik zurück. Sieht aus wie ein Gameboy, not so advanced. Okay, Moment mal. Ich gucke mich hier erstmal um. Wie funktioniert das? W, um da reinzugehen. Das seht ihr jetzt nicht, steht hier unten. A ghost has entered the new animatronic. Okay, ich muss mich beeilen. This room is not needed right now. Okay, den brauche ich noch nicht. Oh, da sind die Kameras. Moment. Ich habe da oben einen Tipp. Ich gucke mich hier erstmal um. Use the call button to call animatronics for repairs. Ja. Wie sieht's denn aus mit der Das sieht verdammt haunted aus. I don't know. Und hier markiere ich die wahrscheinlich. Das ist die Stability? Moment mal. Das ist doch Balloon Boy, oder? Kann ich den irgendwie... Wie kann ich den markieren? 1 von 2? Oh, das war richtig? Digga, einfach... durchgespielt. Du, hör mal auf mit den Sounds. Das macht mich ganz kirre. Okay, ich soll hier danach suchen, wer haunted ist. Aber das war ja jetzt eindeutig. Da war ja nichts mit flackernden... Ich meine, hier flackert's. Was habe ich denn hier für ein Sternbild, Alter? Oh, okay, bye. Es ist geil, dass ich in den Camps irgendwie... Hier, was ist denn das? Was soll das? Okay, Fingerabdrücke oder flackernde Lichter? Ach, hier kann ich die Camps verändern. Aha. Ja, aber Digga, das flackert doch überall. Mal zieht euch das mal rein. Was ist denn mit euren Stromleitungen? Uah, los. Dr. Chica, Alter. Machen Sie mal. Ah. Oh nein. Warum habe ich hier diese... Ich weiß nicht, was diese Markierungen da sollen. Oh. Ist der Geist schon in einem neuen Animatronic? Oh, ich weiß es nicht. Oh, hi. Oh Gott, die sehen alle fürchterlich aus. Ja, aber die Hälfte davon ist nett, ne? Also, entgegen jeglicher Vermutung. Aber Junge, die Lichter, die flackern doch überall so ein bisschen. Was ist denn das hier? Für die Marionette. So sieht man, wo sie ist im Gebäude. Oh, sehe ich das sonst nicht? Wait.
Hier. Ist sie hier? Hä, was nützt mir das denn? Die ist hier. Ja, cool. Jetzt nicht mehr. Die ist hier jetzt. Okay, ich verstehe nicht, was mir das bringt. To be honest. Ich weiß es nicht. Ich check mal die Stabilität. Ich glaube, ich habe gleich verloren. Ist schon wieder Balloon Boy. Wait. Warte mal, ich probiere das hier nur mal aus irgendwie. Okay, jetzt habe ich Freddy gerufen. Und wenn die auf, wenn 1 auf 0 geht, dann werde ich wahrscheinlich gejumpscared. Animatronic Stability. Moment, wo war das? Conveyor Belt Control. Ah, das braucht eine Zeit zum Reparieren, ja. Und dann ist er wieder auf 100. Moment. Ich will nur mal checken, wie das... Ich höre ein Telefon. Digga, ich höre ein Telefon. What? Throw out broken animatronic chip. Wie jetzt? Oh, wenn ich sie klingeln höre, dann... Ach so, Minigames. Okay. Ich markiere mal Balloon Boy. Schon wieder. Ja, gewonnen. Okay, das ist ja easy. Haben die alle ihre eigenen, ich sag mal, Hinweise? 3 Minuten 9, hätte ich so in 2 Minuten nennen kriegen können. Paul Bear's waiting for you. Oh, ich kann's gar nicht erwarten, Alter, um 720p den wieder zu sehen. Nice. Das ist aber sehr interessant. Oh, der Bildschirm verändert sich. Oh, Leute, es wird roter. Rot verheißt nichts Gutes. Dienstagnacht, wo ist Paul Bear? Ist schon süß. Es sieht cool aus. Ich mag die Mechaniken. Ich bin auf die Jumpscares gespannt. Früher oder später wird es mich erwischen. Aber machen erstmal weiter noch. Also, kann man das nicht auch raten? Also, was passiert denn, wenn ich falsch liege? Ernst gemeinte Frage jetzt. Ich lag bislang noch nicht falsch. Paul Cave. Das ist so Kindheitserinnerungen irgendwie ganz merkwürdig. Du bist zurückgekommen. Also, wie war deine erste Nacht? Weißt du, der schickt mich zurück zu den Lebenden und dann ruft er mich wieder zu in diesen komischen Zwischenstand zwischen Leben und Tod. Was ist der Typ, Alter? So eine Art Gott oder so? Was soll die Scheiße? Das habe ich noch nie gesehen. Die paranormale Aktivität war mega, Alter. Ja. Derselbe Geist, der in JRs schon für Jahre rumgeistert, spielt dieselben alten Tricks. Okay, wenn da ein Geist in der realen Welt ist, warum kannst du das dann nicht selber übernehmen? Du hast das... You made that whole thing up last night? Du hast dir das jetzt ausgedacht? Hä? Der glaubt dem Ganzen nicht. Der denkt, der verarscht den irgendwie. Okay, du hast mich erwischt. Ich hab gelogen. Jeder Geist kann zurück in die reale Welt, aber ich bin so nervös, ich kann nicht. Ich verstecke mich in diesem Kostüm schon so lange. Ein Geist, der Angst vor einem Geist hat? Ja, ein bisschen. Ist das süß. Okay, deswegen brauche ich dich jedenfalls. Ich bin müde. Ich habe Angst vor ihr. Sie wird mich nicht gehen lassen mit meiner intakten Seele. Also ohne meine Seele zu vernichten quasi. Okay, sie hat mich in kleine Stücke gerissen. Okay. Sie hält mich hier gefangen. Mit dir zusammen. Und deswegen bist du hier. Du kannst mir helfen. Wir müssen sie loswerden. Ein für alle Mal. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber... Fühl mich wie ein Fisch am Haken. Nee. Ist alles richtig. Jetzt, schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Oh ja, Baby. Gib's mir. Same old, ja? Wir haben jetzt was gelernt. Dieses Minigame mit dem Telefon hat mich überrascht. Das ist so ein WarioWare-Scheiß, Alter. Okay, cool. Handprints haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. So, I don't know. Mal gucken, ob wir hier eine Überraschung erleben. Hier flackert's. Und da, wo es flackert, da ist dann irgendwie der Animatronic dann besessen. Oh Gott, ihr seht alle unangenehm aus, ne? Also es wird wahrscheinlich mehr flackern dann noch. Denke ich. Weißt du was? Der Animatronic ist jetzt... Ich probiere das jetzt aus, Alter. Ihr könnt mich mal. Moment mal. Was ist, wenn ich falsch lieg? Animatronic Stability. Ich markiere es einfach Freddy. Das war falsch. Oh, da verliert er extrem viel von seinem... Verstehe.
Und Bonnie? Nein, war auch falsch. Oh, nee, war richtig! Ja, lol! Okay, dann call ich jetzt Freddy zum Conveyor Belt. Ja, wenn man Glück hat, also ist natürlich sehr ineffektiv. Man hat eine 50-50 Chance, dass man was trifft. Also beziehungsweise, ja, nicht 50-50, aber jetzt auf die Gesamtzahl. Ich muss jetzt scheinbar 3 markieren. Okay. Ghost has entered. Also ist schon wieder ein Geist da jetzt. Ja, ich will das jetzt hier aber mal sehen, wie das in den Kameras aussieht. Ich will das jetzt mal richtig spielen hier. Ich kann doch das nicht raten, das ist doch albern. Also das flackert schon, oder? Das flackert das mehr als sonst? Oh, das ist ja ganz geringfügig. Wenn das so ist. Junge, ich habe keinen Plan. Okay, wir gucken mal den Fuchs, ne? Das flackert schon mehr. Also wenn wir jetzt nicht irgendeinen Hinweis... Ich markiere mal den Ihmchen hier. Moment. Oh, Freddy! Was ist denn mit Freddy jetzt? Wait. Wait, was ist denn... Okay, der wird noch repariert. Oh, das dauert eine Weile. Ich markiere den mal. Ja, das war richtig. Dieses Flackern ist unglaublich subtil. Junge, ich kann jetzt einfach alle raten. Moment mal. Ah, nee, ich muss warten, bis der Geist wieder einen neuen betreten hat, richtig? Bis dieser Hinweis hier aufpoppt. Okay. Was ist denn jetzt mit Freddy los? Warum geht hier nichts? Das verstehe ich irgendwie nicht, diese Mechanik. Okay, jetzt ist ein Geist drinne. Ich markiere jetzt einfach mal Balloon Boy. Nö. Dann Ihmchen. Nö. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Nö. Nö. Freddy? Also, wenn, dann habe ich jetzt verloren. Nee, den kann ich nicht. Hä, ist das doof? Das ist ja aber doof. Das ist ein Problem. Also, das wird in den späteren Leveln nicht so funktionieren. Aber come on. Dass du die einfach raten kannst? Die Strafe ist viel zu lasch. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, warum das mit der Reparatur jetzt nicht ganz geklappt hat. Wenn man sich natürlich verrät, das ist halt ein Risiko, dann muss man aber ganz schnell dafür sorgen. Nein, man kann nicht alle gleichzeitig reparieren, ne? Okay, das ist schon ein Problem. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Die Neugier frisst dich auf, aber du weißt nicht, ob du es jetzt schon sehen sollst oder nicht. Episode 1. Wait, was ist das? Das ist irgendein Item. Das Game sagt mir nicht, was das macht. Ich kann es jetzt gucken oder ich kann es mir aufheben. Oh, aber die Neugier, though. Ich guck's mir jetzt an. Sorry, ich will wissen, was das macht. Die Neugier frisst mich auf. Du hast vollkommen recht, Alter. Alles, was du sagst, ist sowas von true. Wird was passiert? Okay. Der bringt einen neuen Arm zu... Weiß nicht? Captain Hook? Ist das Foreshadowing? Wirft das ein komisches Licht drauf, was mich noch erwartet? Wait, was steht da? Beware the Mangle. Oh. Das ist so süß animiert. Aber warum sehen die hier so cute aus und... In der Pizzeria alle so schrecklich. Auch die nicht gehaut. Okay, das wird der Endgegner. Interessant. Also es ist bestimmt irgendwie ein schlimmer Boss so. Mittwochnacht. The Mangle. Oh. Naja, was ist denn, wenn ich das jetzt nicht geguckt hätte? Hätte ich The Mangle übersprungen? Ich bekomme einen neuen Gegner, ja. Also bislang fühlt sich das Spiel sehr, sehr wenig bedrohlich an. Aber... Wartet's mal ab, das kann sich extrem schnell ändern. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, wir bleiben neugierig, Leute. Das ist wichtig. Hey, Buddy, wie lief's? Ja, gut. Ich habe was gefunden, was du vielleicht wissen solltest. Okay, was liegt dir auf dem Herzen?
Ich glaube, der Geist hat uns eine Nachricht hinterlassen, in Form eines alten VHS-Tapes. Ein VHS-Tape? Ja, so ein Horror-Game-Stuff, weißt du, wie halt die einzigen, die das noch nutzen. ich bin in meiner Schicht drüber gestolpert. Ich glaube, jemand will uns eine Nachricht geben. Eine Nachricht worüber? Ey, Digga, mit dem zu reden fühlt sich auch an wie eine Runde auf dem Stepmaster, Alter. Ist ja belastend. Ich bin mir nicht sicher, es war eine alte Cartoon-Episode, aber irgendwas war komisch da dran. Okay, wie endete das? Freddy, der hat ein Stück von einem Animatronic zu einer Tür gebracht, das gesagt hat, The Mangle. A Mangle of Parts? Also, ja, eine Zusammensetzung von verschiedenen Teilen. Warum würde ein Geist Animatronic Parts benutzen? Du, der besetzt doch die ganze Zeit Animatronics und braucht das scheinbar auch, oder macht der bloß, albert der bloß rum, oder? Keine Ahnung. Vielleicht baut sich der Geist einen neuen Körper. The Mangle. Ja, weil er mit den Alten halt nichts gerissen kriegt, Alter. The Mangle, hm? Ich mag nicht, wie das klingt. Okay, mal gucken, ob das nächste Tape uns helfen wird. Ich, wir sprechen uns danach. Okay, viel Glück. Ja, nice. Let's go. Boah, das... Es verspricht schwer zu werden. Schätze ich einfach mal. So, ich verstecke mal die Tipps, weil da steht, glaube ich, auch immer das Gleiche. Wir sind jetzt noch nicht in Berührung gekommen mit irgendwelchen Handabdrücken. So. Das ist natürlich die Frage. Das sollte eigentlich ziemlich eindeutig sein, sowas, ha? Okay, neuer Geist ist in der Animatronic. Das flackert nicht genug, der Fuchs ist es nicht. Hier ist auch niemand drinne. Das könnte es fast sein, ist mir aber alles ein bisschen uneindeutig. Hier ist niemand gerade. Das ist gar niemand. Okay, hier. Ich muss zugeben, hier flackert es schon doll. Oh, das ist schwierig mit diesem Flackern. Och, I don't know. Ich geh mal hier hin. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis? Gibt's natürlich keinen Hinweis. Puh. Cameras tonight. I noticed some strange movements with them. Keep an eye on the cameras. Ja. Will do. Ah, Digga, I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo die stehen. Das ist ein bisschen ein Problem. Oh mein... Oh, wer ist hier? Freddy! Freddy ist es. Freddy ist es. 100%. Komm, lass mich hier rüber. Animatronic, Freddy. 100%. 5 Stück muss ich markieren. Junge, chillt. Okay, die Frage ist, wenn ich den, bevor der Geist ihn besetzt, calle, dann wird er das nicht mehr besetzen können, oder? Ich muss die Downtimes halt immer benutzen, um die zu reparieren, weil sonst überlebe ich das nicht in der Schicht. Okay, ich mache die Tipps auch hier mal weg. Die anderen kann ich halt nicht callen jetzt mehr. I don't know. Nee, geht nicht. Ja, schade. Ist schon ein neuer Geist geentert? Ich weiß es nicht. Ich hab's gerade irgendwie nicht so richtig gelesen. Es flackert mir nicht genug. Hier flackert's. Ja, ein bisschen, ist aber immer noch nicht genug. Hier flackert's schon mehr. Hier ist aber gar keiner. Was ist denn mit der Audiobox? Oh, ich verstehe, wenn es dann in dem... Marionette, die sehen wir nicht, ne? Aber wir können sie hören. Und so herausfinden, ob sie es ist. Ich würde sagen, es ist Chica. Es flackert genauso. Marionette ist hier. Ich bin mir nicht sicher, ob... bewegen sich ganz schön schnell, Alter. Wo ist Chica? Verdammt, wo ist Chica?
Oh, Junge. Oh, okay. I don't know. Ich markiere sie jetzt mal auf gut Glück, ha? Nee. Ah! Yo, okay. Freddy was haunted. Freddy again. Retrace hand smudges to the haunted character. Da waren doch keine Fingerabdrücke. Das verstehe ich halt nicht. Also ich muss sagen, das Flackern ist mir... Ist zu subtil. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht, so. Das war Freddy, der mich gejumpscared hat? Zum Quatsch, das war doch Chica. Aber weil ihr die Energie ausging wahrscheinlich. Hm. Okay. Ich habe das Gefühl, so ganz hundertprozentig kapiert habe ich es noch nicht. So, wir haben den ersten Geist. Ich bezweifle, dass es Foxy ist. Hier in der Küche, falls hier jemand ist, aber hier ist gar keiner. Marionette ist auch nicht da. Sie ist hier drin. Keine Handabdrücke. Ist das ein Flackern hier? Wer ist denn das? Das sieht jetzt eklig aus. Das ist Freddy. Soll ich Freddy einfach mal markieren? Okay, ich mach das mal. So, auf gut Glück. In Prompt Stability. Wait. Freddy. Nee, ist doch falsch. Boah, schade. Schade. Okay. Ganz doofe Sache jetzt. Wenn ich mich nämlich verrate, dann, also, beziehungsweise, ich hab mich ja nicht... Das war ich nicht. Wait, das war... Ist entweder Chica oder Bonnie. Oh no! Oh no, wer ist das jetzt von den beiden? Oh, das ist Mist. Okay, Chica. Animatronic Stability. Nein, ich will das nicht. Chica... Ich markiere Chica. Nein, das war falsch! Verdammt, es war Bonnie. Ah, goddammit. Ja, sie kann ich jetzt aber nicht callen. Okay, es waren halt zwei Animatronics in dem Raum. Wie soll ich es auch machen? Aber wie... Was macht man denn jetzt hier? Geht das irgendwie schneller? Das dauert übelst lang. Okay, jetzt ist es Balloon Boy. Halt, 100 Pro. Aber... ich mach das mal. Das ist halt eindeutig. Balloon Boy sieht man auch nicht. Das ist sein spezifisches Ding hier. Also Freddy wird auch nicht repariert, ne? Also irgendwie... Irgendwas übersehe ich hier gerade. Mit diesem Conveyor Belt. Oder muss ich das machen? Ach so, das ist das Conveyor Belt Ding! Ach so! Och, oh mein Gott, jetzt check ich das! Oh, ich... Jetzt. Wait. Das war's noch nicht. Okay, ich krieg halt von Chica einen Jumpscare. Okay, jetzt kapier ich! Aber das... Okay. Chica. Ja. Foxy? Okay, gut. Mir war nicht... Ich dachte, das wäre ein Automatismus. Okay, gut. Das habe ich nicht gecheckt. Sorry. Ich dachte, da kommt immer mal einer und es war eigentlich... War total doof von mir. Aber wir lernen ja noch. Ist in Ordnung. Gut, jetzt kapiere ich hier die Zusammenhänge. Wir müssen das selber reparieren. So, das sieht aus wie ein Flackern. Das ist ja unangenehm. Was ist das für ein Ding? War das Freddy? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das heißt, wir können das aber alles beschleunigen. Das ist ja eine sehr, sehr gute Info. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das Flackern ausreicht. Ich würde ja fast sagen hier, aber hier ist keiner. Marionette ist nicht mehr da, ne. Boah. Hat irgendwer von euch schon... Oh. Wer ist denn da? Da ist aber keiner.
Yo, da ist keiner. Das ist Bullshit. Die Kamera bewegt sich automatisch. Da ist aber niemand. Freddy? Heißt das, Freddy ist da? Oder der war ja da eben noch nicht. Egal, ich markiere jetzt Freddy, ist mir scheißegal. Ich habe keinen anderen Hinweis. Ach, das ist Balloon Boy. Yo, das ist ja doof. Also ich meine, das macht ja dann auch gar nichts. Okay, ich call mal Freddy rein. Wir hören ja, wenn der ankommt. Weil wir müssen halt immer wen reparieren. So. New Ghost has entered. Ja. Der kommt gleich angefahren. Ich schau nur schon mal, ob ich irgendwelche Hinweise krieg. Hier sieht's aus, als wäre irgendwie was merkwürdig. Bonnie? Bonnie könnte es sein. Okay. Ich close mal. Reparieren Freddy, das in den Müll. Neues Ding. Alles klar. Freddy ist repariert. Ist schon wieder Balloon Boy. Ich hol Bonnie. Einen nach dem anderen wieder auf 100% bringen. Das wird auf jeden Fall dann die Aufgabe sein. Es ist gerade noch Downtime. Geist ist nicht da. Ich darf keine Animatronics reinholen, die gehauntet sind, sonst sterbe ich. Okay, jetzt ist ein Geist irgendwo. Aber der kann nicht sein in dem, den ich gerufen habe, richtig? Ich mach das mal schnell. Okay. Chip weg. Nice. Haben wir Balloon Boy wieder? Wir haben nicht Balloon Boy diesmal. Oh, das muss man dann auch immer mal riskieren, right? Das ist interessant. Ich glaube, wir müssen raten manchmal. Manchmal müssen wir einfach raten. Junge, ich schwöre, das mit dem Kameraflackern, I don't fucking know, Alter. Ich bemerke das nicht. Also ich würde sagen, es ist jetzt entweder Chica oder es ist Bonnie. Aber null Plan. Zero Plan. Okay, Chica. Ich markiere mal Chica. Ansonsten rufe ich sie gleich. Das war zu viel. Okay, ich weiß nicht ganz, wie viel die brauchen, um das... Freddy? Aber wie zum Teufel, Freddy war doch im Raum. Hand smudges. Ich sehe das nicht auf den Kameras. Bin ich wirklich so blind, dass ich keine Fingerabdrücke sehe? Das müsste ja... Ich erwarte etwas über diesen Bildschirm. Ding ist, wenn ich weiß, dass Balloon Boy gehauntet wird, ich habe ja ein bisschen Zeit. Ich kann die alle nacheinander reinrufen und erstmal reparieren. Also zumindest zwei von denen. Richtig? So viel Zeit habe ich. Die brauchen immer eine Weile, um angefahren zu werden. Und... Ah, ich sehe ja hier auf dem Bildschirm meine... Ja, okay, jetzt. Okay, alles klar. So, das war's. Und wahrscheinlich können wir noch einen... Wir rufen mal Marionette her. Und dann reparieren wir sie und dann markieren wir Balloon Boy und dann rufen wir den Fuchs. Ja, so würde ich das sagen. In der Downtime. Und dann sind alle wieder, bis auf Freddy, so auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, die Zeit geht. Ich hoffe, dass das reicht. Okay, oh wow. Das hat irgendwie sehr wenig Sound gemacht. Oh, jetzt werde ich ein bisschen nervös. Okay. Wir sollten ihn jetzt markieren. Und Foxy herrufen. Und ich glaube, dann haben wir unsere Zeit sehr, sehr gut genutzt. Das wird die Strat sein. Noch ist kein Geist drin, wir haben ein bisschen Ruhezeit. Das Office sieht geil aus irgendwie. Ich wünschte, man könnte hier auf Dinge klicken. Irgendwelche Freddy-Nasen? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Ich sehe keinen Freddy. Okay, jetzt neuer Geist da. Wir reparieren hier ihmchen erstmal. So. Dass sie auch noch entspannt ihren Hut ziehen, ist jedenfalls sehr liebenswürdig. So, jetzt müssen wir bloß hoffen, dass wir müssen Freddy eigentlich mal wieder... Das flickert hier. Das flackert. Wer ist das? Das hat stärker geflackert. Das war Freddy, oder?
Aber wenn das nicht ist, dann sind wir tot. Das ist das Risiko. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Freddy ist. Jetzt, das flackert weniger. Bonnie? Flackert genauso. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe den nicht, finde ihn nicht mehr. Frederik! Hör auf, dich zu verstecken, Mann! Komm, ich habe einen ganzen Topf voll Honig für dich. Honig, Frederik! Nee, Marionette ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich markiere Freddy. Auf gut Glück. Wenn das nicht ist, reicht die Energie nicht mehr, dann wird er, dann war's das. Bitte. Das war er. Thank God. Dann muss ich muss ihn rufen und dann Bonnie wieder. Und wieder diesen Cycle machen von Reparaturen. Das Ding ist, wenn's Bonnie ist, though. Oh, Balloon Boy, was mit ihm? Was denn mit ihm? Oh, warum hat er so... Oh nein, das habe ich gar nicht gesehen. Warum ist er denn so down? Stimmt, den haben wir markiert. Ah, wir müssen ihn rufen. Oh Gott, schnell, schnell. Paul. Er ist es nicht. Oh, thank God. Oh, was ist, wenn er auf Null geht, während er hier auf dem Conveyor-Belt ist? Dann ist er doch deaktiviert, oder? Komm schon. Ich drücke weh wie ein Weltmeister, Alter. Ah! Es war zu spät. Oh, schade, es war zu spät. Mann. Die Marionette. Ja, okay. Ich hab ja gar nicht geguckt. Puh. Nach 3. Also das mit dem Reparieren ist tricky. Muss man sagen. Wenn man Glück hat, ist es Balloon Boy. Wenn man Glück hat. Weil dann kann man sich irgendwie drauf verlassen. Stehen jetzt 3 Leute rum, ey. Die Küche flackert schon mehr. Es könnte Chica sein. Ey, der war es noch gar nicht. War noch gar nicht besessen. Jetzt aber. Also, ich gehe mal davon aus, es aktualisiert sich, wenn sie den Raum ändert. Hier ist nichts. Hier könnte was sein. Hier ist aber niemand. Die Küche macht immer den Eindruck, als könnte da was sein. Boah, Leute, also, es ist schwer. Es gibt manchmal gefühlt 0 Anhaltspunkte. Ich kann keine Handsmudges finden, es tut mir leid. So sehr ich mich bemühe, ich finde keine Handabdrücke. Und ganz oft befinden sich halt 2 oder 3 Animatronics im Raum, die dann nach 2 Sekunden wieder irgendwo sonst wo sind. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Dafür geht die Energie zu schnell runter. Also gefühlt, das Flackern ist, glaube ich, ein bisschen, ein ganz kleines Mikrofitzelchen mehr, wenn da ein Haunted Animatronic ist, irgendwie in dem Raum. Aber so gefühlt, also so mal ganz, also Hand aufs Herz. I don't know, Alter. Du hast doch gar keine Zeit zu gucken, so richtig. Die sind super schnell weg. Hier ist so ein bisschen Dreck auf der Linse. Seht ihr das? Aber das ist halt kein Handabdruck. Hier ist halt auch keine Sau. Also, I don't understand. Wo sind denn die alle? Hallo? Hilfe, ich fühle mich so allein. Chica. Der Raum flackert nach wie vor. Könnte Freddy sein. Könnte jetzt Foxy sein. Jetzt sind sie beide wieder weg. Ich würde sagen, Freddy ist es nicht, ja. Ich weiß nicht. Boah, das ist wirklich fies. Keine Ahnung, wie ich das richtig machen soll.
Moment. Ich habe jetzt Marionette mal auf gut Glück irgendwie rangeholt. Ja, wir müssen die jetzt aber, wir müssen die callen. Wir müssen die callen. Wir haben jetzt keine Chance. Ich markiere jetzt Freddy. Das wird doch nicht sein. Nee. Es ist vorbei. Einmal falsch geraten, schon tot. Ich sehe nichts. Es war bis jetzt noch nie Marionette. Die Küche sieht aus wie immer. Handabdrücke sehe ich nicht. Es tut mir leid. Ich finde keine. Es könnte Bonnie noch sein, aber ich bin nicht tot. Boah, keine Ahnung. Da brauche ich die Tipps, Alter. 2 Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Call non-haunted characters on a conveyor belt. Oh, danke für den Tipp, Alter. Habe ich mittlerweile auch rausgefunden in Nacht 3. Ja, okay, ich würde es damit erstmal gut sein lassen. Wir haben es ausprobiert, ist fun, ist eine sehr interessante Mechanik. Die müssen das noch ein bisschen tweaken. Also entweder ich check nicht ganz, was die von mir wollen, oder bin blind, was die Hinweise, also diese, ne, die Indizien angehen, oder die sind einfach so subtil, dass du, weiß ich nicht, dass ich Probleme habe, das zu identifizieren und dann muss irgendwie was von der Entwicklerseite kommen, weil du musst ja immer in einer Nacht immer mehr Animatronics sozusagen markieren, bis du gewonnen hast. Also raten geht nicht mehr, sonst schaffst du es nicht, die zu reparieren. Es braucht immer zu lange Zeit, bis die ankommen. Das ist halt nicht so easy. Ja. Keine Ahnung. Ich denke eigentlich, ich habe es verstanden, aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Ich bedanke mich auch vielmals fürs Zuschauen. Ist ein super Spiel, finde ich top. Finde ich sehr interessant. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dann, haut rein und macht's gut.